Schritte. Wow, das war ich. Herzschuss. Komm her. Jo. Hab dich. Okay. Anscheinend sind sie mit ihren Leuten auch nicht wirklich viel netter. Sieht nämlich auch wie ein Bandit aus. Oh, Falle. Da geht's raus. Und hier kommen wir her. Wir könnten noch hoch, aber draußen wollten wir, wie gesagt, nichts machen. Das heißt, wir folgen jetzt diesem Gang hier. Oh, Skuma. Da sagen wir doch nicht nein. Wir ziehen allen die Schuhe aus. Oh, Gefängnis. Hey, jo. Ihr seid tot, richtig? Wir haben irgendwo ein Ork gehört. Dass er von der Seite jetzt anfällt. Nein. Da ist er. Aha. Wow. Warum, warum Troll? Das nehmen wir mit. Das gucken wir uns mal an. Und dann zapfen wir diesem Troll hier wieder Blut und Fett ab und machen daraus ein richtig schönes Gift. Wir hätten gerne Blut. Das machen wir jetzt übrigens alles, nachdem wir draußen waren. Genau wie das Plündern. Nur vom RP her. Und so nebenbei erwähnt. Blut. Und Ingredients. Und durchsuchen. Nichts dabei, okay. Den Pelz. Okay, Pelz. Oh, ein sehr schöner Trollpelz. Okay. Hier waren noch Gefangene drin gewesen. Da gucken wir mal, ob sie was dabei haben, was aber sehr unwahrscheinlich ist. Ah, das ist ein Dietrich dabei. Warum hast du nicht versucht, die zu befreien? Na gut, nicht jeder kann Schlösser knacken. Hm? Was aber eigentlich nicht schadet. Also niemandem schadet. Hat das eine ganze Menge Zeug. Okay. Hier war nichts. Dann hoch. Und jetzt werden wir nach und nach die Banditen draußen töten müssen. Also wir könnten auch einfach wieder fliehen. Aber da es hier doch relativ gut läuft, warum nicht noch mehr Banditen töten? Und dann können wir voll beladen mit Beute nach Whiterun gehen. Die Beute da verkaufen und dann nehmen wir von Whiterun aus die Kutsche nach Falkgrass. Da laufen wir nicht mehr. Klick. Du hast... Oh. Oh, ein Mammutzahn. Also ein Stoßzahn. Der kommt mit. Dietrich kommt mit. Das waren sehr komische Banditen. Verbrennen die einen Opfer, stecken die anderen mit ihrer Ausrüstung in eine Zelle, lassen die alte Oma hier weiter fegen und... Ja. Kein Wunder, dass wir sie so leicht töten können. Alle völlig komisch. So, und jetzt vorsichtig. Hier oben könnte noch eine ganze Menge von denen sein. Da ist zum Beispiel schon mal einer. Da war zum Beispiel einer. Da hinten ist noch einer, aber der ist zu weit weg.
ist noch einer. Komm hoch. Das sind echt viele. Das sind echt viele. Das hätte er mitbekommen sollen. Ist wahrscheinlich auch nur eine Attrappe gewesen. Der da hinten nicht. Da unten ist noch einer. In der Rüstung. Sneaky, sneaky. Sneaky, sneaky, sneaky. Oh oh. Okay. Wow, jetzt kommen die Pfeile, jetzt kommt alles. Wo kommst du? Da kommst du. Au. Weg. Au. So nutzt man kein Schild. Nope. Deckung, Deckung, Deckung. Puh, okay, okay. Wir sind zwar Markus der Banditentöter. Aber das sind ja schon viele. Weil wir scheinen Zeit zu haben, einen Trank zu trinken. Also ganz gut ist, sonst geht's nicht sonderlich schön. Das ist immer noch der Bogenschütze von da hinten, ne? Oh, wir hören noch eine Stimme. Und Schritte. Da hinten ist er. Bye bye. Aber auch nicht sehr, sehr Typ. Kann man ja noch sagen. Zack. Nicht runterfallen, nicht runter. Okay. Alle tot? Jo. Nächste Banditenfestung erfolgreich gestürmt. Schöne Sache. Wie war das noch mit dem Drachen? Ja, Markus ist gleich auf so einem kleinen Höhenflug. Dass es ja doch ziemlich gut läuft mit den Banditen. Allerdings werden wir ihn nur an Bleakfall Barrows erinnern müssen. Und da wird er schon ganz schnell wieder klein werden, denke ich. Schön, wir schauen uns jetzt hier oben um. Plündern alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Solange wir noch was tragen können. Und gehen dann verkaufen. Was haben wir hier? Okay. Hier wird es irgendwo runtergehen, wo wir schon waren. Wir hatten ja mehrere Wege nach oben schon gefunden. Hier haben wir eine Flöte. Und nur Eisenpfeile, ja. Das sind die Puppen, die sie benutzt haben zur Abschreckung von anderen Banditen schrägstrich uns. Niemand da, sehr gut. Seid ihr wirklich alle tot? Ja. Okay. Da unten gucken wir noch rein. Das ist die Schmiede. Das könnte noch interessant sein. Was? Ihr habt eine Schmiede, aber ihr keine Barren oder Kohle oder sonst irgendwas Interessantes. Das ist verdächtig. Aber bestimmt irgendwo hier versteckt. Im Stall. Oh, da ist echt was. Kein Bandit da und so. Okay. Klick. Wir haben einen großen Seelenstein. Dietriche. Einen schönen Trank und Geld. Nur den Helm, den lassen wir da. Das ist der Haupteingang, den haben wir bestimmt schon gefunden. Das ist das Gefängnis, haben wir kurz reingeguckt. Okay, fehlt nur noch ihr beiden. Du und du. Und dann stolziert jetzt Markus erhobenen Hauptes
durch den Haupteingang einfach raus aus dieser Festung. Und er hat Hunger. Ja, so viel töten macht hungrig, das ist nachvollziehbar. Und durstig. Definitiv durstig. Schön. Schön, 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 schön. Oh, da ist noch ein imperialer Soldat in dem Käfig da. Wir sollten irgendjemanden von der imperialen Legion darüber informieren, was hier passiert ist. Also, dass deren Festung übernommen wurde. Das wissen sie wahrscheinlich noch gar nicht, sonst hätten sie selber ein paar Soldaten hier geschickt. Und dass wir uns darum gekümmert haben. Das schindet bestimmt einen guten Eindruck. Vielleicht kriegen wir dann noch ein Angebot, irgendwo Sane zu werden. Wir sollten echt nicht so groß rumhupen, sonst kommt gleich ein Drache und macht einmal Haps. Oder die Götter verschwören sich wieder irgendwie und machen Schneestürme und Wirbelstürme und all so einen anderen Gedöns. Ne? Alles gut? Okay. Dann laufen wir jetzt erhobenen Hauptes Richtung Whiterun, verkaufen unsere Sachen, nehmen dann die Kutsche nach Falkrest. Na, es wird spät. Wir nehmen keine Kutsche nach Falkrest. Wir laufen nach Whiterun, hoffen, dass die Geschäfte noch aufhaben, um unsere Sachen zu verkaufen. Wenn nicht, schlafen wir in Whiterun. Leisten können wir uns ja. Und nachdem wir die Sachen verkauft haben, entweder jetzt abends noch oder morgen Vormittag, dann gehen wir zum Lager, holen unser ganzes anderes Gold und laufen damit nach Falkrest. Wer weiß, ob wir das Land gleich kaufen können. Nicht, dass wir damit Taschen voll Gold auftauchen und wir müssen vorher irgendwie einen Drachen töten oder so, bevor wir das Land ersteigern dürfen. Müssen wir schauen. Wir waren echt lange in dem Banditenfestung, ne? Wie spät haben wir es? Ist es schon sehr spät nachts? Markus hat absolut kein Zeitgefühl gerade. Zu lange in irgendwelchen muffigen Gängen umgeschlichen. Sich irritiert über ältere Frauen, die da rumfegen. Und Leichen, die verbrannt in Käfigen hocken. Es könnte genauso gut schon bald wieder morgens werden. Ja, alles zu. Schade. Aber na gut. Dann gönnen wir uns ein Zimmer hier in der Herberge. Die kennen wir ja auch schon zu Genüge. Und morgen Vormittag machen wir uns dann dran, die Sachen zu verkaufen. Und überlegen uns, ob wir dann die Kutsche nehmen oder unser restliches Gold holen. Weil wir haben jetzt auch schon wieder ziemlich viel dabei. Das könnte schon fast reichen. Ja, wir haben jetzt schon 1100 Septim. Wir haben sehr viele Tränke. Und Rüstung und ein, zwei Waffen, Edelsteine, Mammutstoßzahn. Könnte wirklich schon fast reichen für das Land. Vielleicht nicht unbedingt für ein ganzes Haus, aber für das Land zumindest. So, wie geht's, Markus? Hungrig und durstig. Okay, wir hätten gerne einen Schluck. Einen Schluck mehr. Gebackene Kartoffeln. Brot. So, und ein Zimmer. Achso, die Wasserschläuche auffüllen. Was? Ich habe gar nicht vor zu sterben. Was suggerierst du da, Frau? Wir hätten gerne ein Zimmer. Die Nordleute sind echt komisch, was das angeht. Ich könnte fast meinen, die haben es darauf abgesehen zu sterben. Wir nicht. Nein. Wir laufen weg, wir verlieren unsere Ehre. Egal was sein muss, aber wir werden überleben. Wir sind schließlich Markus, der unsterbliche Banditentöter. Jo, danke fürs Aufschütteln. Und wir schreiben jetzt unser Tagebuch von unseren Heldentaten in Banditenschlachten. Und gehen dann schlafen. Bis morgen.